Der Camera Quality Benchmark ist ein Benchmark, den das Testlab zusammen mit den Zeitschriften Color Photo und Connect entwickelt haben. Unser Ziel war es, die immer universeller werdenden Smartphones beurteilen zu können unter all den Bedingungen, unter denen sie eingesetzt werden. Dazu braucht es sehr aufwendige Messtechnik und die ist in diesem Benchmark realisiert. Wir testen alle Objektive, die das Smartphone bietet. Wir testen halt den Ultraweitwinkelmodus, den Normalmodus, einen Zweifach-Zoom, den man eigentlich mit jedem Smartphone ja erreichen kann, und das Zoom-Objektiv, soweit es eingebaut ist. Und das Ganze wird dann nach unterschiedlichen Prozentzahlen zusammengeführt. Das heißt, der Ultraweitwinkel, der meist relativ schlecht ist und wenig zu gebrauchen ist, bekommt 10% der Punkte. Die anderen drei Modi bekommen jeweils 30% der Punkte. Die zweite Scoregruppe bewertet die Helligkeiten. Wir machen dann eine Wertung über die hohe Helligkeit bei allen Kameras, eine zweite über die mittlere Helligkeit und einen dritten Score über die Nachtsituation. So kann auch jeder sehen, ist mein Smartphone für die Situation geeignet, die ich haben möchte. Ich bin abends oft unterwegs oder aber ich bin Landschaftsfotograf, Nacht interessiert mich nicht, das ist bei jedem Jahr anders. Und alle Scores werden dann nochmal im Kamera-QB zusammengefasst, sodass hier eine sehr schnelle Einordnung möglich ist. Und wer will, kann dann halt differenzierter in die Details schauen. Wir testen mit insgesamt drei Testcharts. Wir haben einen Standard-Testchart. Wir haben einen Testchart, das kleiner ist für Teleobjektive, weil der Raum einfach begrenzt ist. Und wir haben ein drittes Testchart, das wir nutzen, um die Messwerte nochmal mit einer echten Szene zu vergleichen. Auch dies ist ein Chart, weil wenn wir rausgingen, würden wir jeden Tag was anderes sehen. Wolken kommen, Wolken gehen, das Laubfeld von den Bäumen. Dieses Testchart zeigt drei Frauen mit unterschiedlicher Haut, mit unterschiedlichen Haarfarben, sodass wir hier sehr gut erkennen können, wie feine Strukturen wiedergegeben werden, wie Haut wiedergegeben wird. Und wir haben uns bewusst für Gesichter entschieden, weil am Ende ist für den Mensch nichts wichtiger als der Mensch. Und Gesichter ist das, was am besten eine Kamera wiedergeben muss. Das nutzen wir einfach, um selber abzuschätzen, wie die Kameras sind. Das geht nicht in die Messwerte ein, aber ist wichtig für unseren Text. Wichtig ist zunächst die Auflösung. Für die Auflösung nutzen wir Siemens-Sterne, wie auf dem Chart zu sehen ist. Diese Siemens-Sterne sind in drei Bildhöhen aufgedruckt. Das heißt, es sitzen Siemens-Sterne in der Mitte, es sitzen Siemens-Sterne im Bildfeld und Siemens-Sterne in den Ecken. So sehen wir, wie die Auflösung von der Mitte zum Rand abfällt und können das bewerten. Manche halten die Auflösung sehr gut, bei anderen bricht sie stark ein. Wir können anhand der Ecken sehen, ob die Kameras dezentriert sind. Es kommt immer wieder vor, dass gerade diese sehr kleinen Optiken der Smartphones nicht sauber da drin sitzen und eine Ecke kann dann die doppelte Auflösung haben einer anderen. Und wir haben Sterne mit verschiedenen Kontrasten. Wir haben hochkontrastige Sterne und niedrigkontrastige. Das ist wichtig, weil ja auch im echten Leben nicht alle Strukturen hochkontrastig oder niedrigkontrastig sind. So können wir A, über das Bildfeld die Auflösung bestimmen und B, auch sagen, wie ist die Auflösung bei unterschiedlichen Strukturen. Die zweite Auflösungsmessung findet auf den Detektivsfeldern statt. Die haben wir nur in der Bildmitte. Das reicht, weil den Abfall bestimmen wir über die Siemens-Sterne. Auch diese Detektivsfelder haben wir mit hohem und niedrigem Kontrast. Und hier schauen wir uns die Farbauflösung an. Siemens-Sterne sind rein schwarz-weiß. Das ist die wichtigste Sache, um eine Struktur erkennen zu können. Aber natürlich ist die Natur eigentlich farbig. Die dritte Messung findet auf harten Kanten statt. Die Siemens-Sterne sind ja auch ein Schwarz-Weiß-Muster, aber die Kanten sind weich, damit die Nachschärfung der Smartphone-Kameras nur moderat zugreift. Da wir aber wissen wollen, wie stark die Nachschärfung ist, geben wir auch harte Kanten vor und interessieren uns dort nicht über die Auflösung, die erzielt wird, sondern über die Aufstellung der Kanten. Es ist wichtig, dass eine Kante aufgestellt wird. Wenn wir ein Rechteck vorgeben, macht die Elektronik daraus eigentlich eine Welle. Da würde man nichts erkennen. Also muss die Kante wieder durch die Nachbearbeitung hergestellt werden. Sie darf aber nicht zu stark überzogen werden. Dann wirkt das Bild unnatürlich hart und beispielsweise Hautunreinheiten werden extrem plastisch sichtbar.
Am Ende gibt es einen Gesamtscore, der alle Lichtbedingungen und alle Objektive berücksichtigt und das nach dem, wie wichtig sie für den Nutzer im täglichen Leben sind. Wir werden Smartphone-Herstellern anbieten, eine Expertise ja vor dem Marktstart eines Produktes bei uns in Auftrag zu geben. Dann werden wir, genauso wie wir halt fertige Testgeräte durchmessen, diese Smartphones bei uns durchmessen und den Herstellern sagen können, wo sie besser als die Mitbewerber sind, wo sie noch Aufholbedarf haben. Wir haben hier den großen Vorteil, dass wir eine Datenbank haben, in die alle Smartphones einlaufen und wir sofort sagen können, du bist in der Auflösung gut oder du bist bei Dunkelheit gut, aber da und da bist du auch schlecht, deine Farbwiedergabe ist ausgebleicht. Wir können da beratend ja zur Verfügung stellen und den Smartphone-Herstellern ermöglichen, konkurrenzfähigere Produkte zu machen. Wir haben ein Programm, wo die 450.000 Messwerte, die wir erfassen, zusammengesammelt werden. Das kann kein Mensch per Hand machen. Die haben wir speziell für uns programmieren lassen und wir haben eine Datenbank, in die das Ganze einläuft. Wir planen, alle Smartphones zu messen, die bei Connect zum Test einlaufen, die bei Connect in den Volltest kommen. Damit haben wir annähernd eine Marktübersicht. Es gibt manchmal ein Modell, was rausfliegt, aber im Prinzip wollen wir schon den Kunden, denjenigen, die sich dafür interessieren, über jedes Smartphone eine Auskunft geben können.